Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu den Speed Reviews für den Juni. Ich mache ja jeden Monat so ein Format, wo ich über die Produkte spreche, die ich neu ausprobiert habe und euch so ein bisschen mein Feedback dazu gebe. Manchmal mache ich das als Monatsranking, manchmal, wenn ich das einfach nicht ranken kann, weil es zu schwierig ist, mache ich es als Speed Reviews, nenne ich es dann, also kurze, knackige Rezensionen zu den Produkten, die ich neu getestet habe. Ich habe dieses Mal versucht, eine Reihenfolge zu erstellen und ich habe eine gemacht und ich habe mich damit nicht gut gefühlt. Deswegen habe ich gesagt, ich muss das nicht tun. Ich werde einfach so über die Produkte in beliebiger Reihenfolge berichten und ihr könnt dann daraus mitnehmen, was ihr wollt. Es ist Pflege dabei, es ist dekorative Kosmetik dabei, es ist sehr viel Naturkosmetik dabei diesmal tatsächlich und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Einige der Produkte habt ihr sicher schon mal gesehen, vor allen Dingen, wenn ihr auch so mein Altera Tops und Flops Video gesehen habt, wenn ihr so ein bisschen gesehen habt, was ich an neuem dekorativen Make-up habe, unter anderem hier, das trifft so ein bisschen in beide Kategorien, das Altera Compact Powder. Da habe ich die Farbe 01 Light mit Bio-Granatapfelextrakt getestet und ich bin ja normal leidenschaftlicher Terra Naturi Compact Powder Nutzer. Ich habe, glaube ich, sicher schon 20 davon gekauft. Und ich dachte mir so, okay, so viel Unterschied kann nicht sein. Ist es tatsächlich auch nicht. Ich muss nur zwei Sachen nochmal in diesem Altera-Puder bemängeln. Einmal unglaublich viel Verpackung. Es ist in jedem Puder ein Spiegel drin, Recyclingproblem und eine Puderquaste. Und ihr seht jetzt in dem Puder was, was ihr vielleicht auch von euch kennt. Und zwar kriegt man in diesem Puder Hardpan tatsächlich. Hardpan bedeutet, wenn da so Flüssigkeit oder so Hautfett im Prinzip durch den Pinsel drankommt und sich das so absetzt und dann kann man in dem Bereich das Puder nicht mehr gut abtragen. Eigentlich muss ich die Seite jetzt hier entweder mit einem Tesafilm oder so oder halt mit der Pinzette entfernen, damit sozusagen wieder Puder auf meinen Pinsel kommt. Ja? Passiert mir jetzt mit dem Terra Naturi Puder eigentlich nicht. Ja? Also von daher, das wiegt zwar, hat zwar 1 Gramm mehr auf ungefähr den gleichen Preis, aber ich für meinen Teil würde beim Terra Naturi Puder bleiben. Ja? Das ist jetzt natürlich was, was eher super subjektiv ist, aber klar, ich habe auch von Leuten geschrieben bekommen, dass sie den Spiegel halt nutzen, weil sie das in der Tasche haben. Und ich finde, dann macht es ja auch absolut Sinn. Ne? Aber trotzdem, also ich jetzt für mich denke mir halt, dafür, dass ich 6-mal im Jahr einen Puder brauche, ungefähr kaufe, und ich das immer am Schminkspiegel verwende, brauche ich halt nicht 6-mal einen Spiegel. Also, versteht ihr? Das finde ich halt umwelttechnisch nicht so cool. Egal. Wir kommen zu dem Produkt, das, wenn das hier ein Ranking wäre, auf Platz 1 wäre. Und zwar ist meine selbst zusammengestellte Palette von Lethal Cosmetics. Ich habe mich damit geschminkt in neues Make-up im Testvideo. Verlinke ich euch gerne mal oben. Da hatte ich eher so was Roségoldenes gemacht. Dann habt ihr mich diesen Monat mal mit sowas Bläulichem öfter gesehen. Und heute, das ist der letzte Look. Ich wurde gebeten, die zu swatchen. Falls ihr da die Swatches sehen wollt, in meinem 10x10 Update sind die drin vom Juni. Ja? Also guckt da gerne mal rein. Das Konzept ist, dass man sich hier eigentlich Paletten mit den Singles zusammenstellen kann, die man möchte. Das habe ich gemacht. Heute habe ich eigentlich nur die 3 Töne drauf. Also damit habe ich meine Lidfalte einschattiert mit diesem matten Braun. Wie gesagt, Töne könnt ihr dann im 10x10 Video sehen. Dann habe ich diesen Glitzerton und am Innenwinkel noch dieses sehr helle verwendet. Was ich wunderbar finde an denen, ja, die matten Töne lassen sich unglaublich leicht verblenden. Also ich merke das manchmal, dass BH Cosmetics, wo ich ja viele Lidschatten habe, im matten Bereich nicht stark ist, weil die lassen sich nicht gut ausblenden, die Lidschatten. Wenn man da mal ein bisschen mit was mattem, die sind so stark pigmentiert, dass man das kaum wegkriegt. Die sind gut pigmentiert, aber trotzdem blenden die sich super, super gut ein. Und über die Qualität dieser Glitzer und Duo-Combs brauchen wir nicht zu reden. Das ist out of this world. Ja, wirklich. Also dieser bläuliche Duochrom da, Ton da, ich hatte den auch mal in so einem ganz, also den trage ich in diesem bläulichen Look, aber ich habe diesen, ich habe den mal auch so solo einfach nur getragen und mit diesem Mauve-Ton meine Lidfalte anschattiert bei der Arbeit und ich immer, wenn ich am Spiegel war, dachte ich mir so, oh, welche Farbe kommt jetzt durch? Ist es rosa? Ist es grün? Ist es blau? Und ich war ganz fasziniert von mir selbst. Allein deswegen hat es sich schon gelohnt, diese Palette zu kaufen. Kann ich euch wirklich vollen guten Gewissens weiterempfehlen. Ich habe da einen Rabattcode genutzt. Ich habe für die Palette letztlich 60 Euro gezahlt. Mit der Palette und 12 Lidschatten. Normal wären es über 80 gewesen. Man kann auch diese Lidschatten einfach einzeln bestellen. Ja, also niemand muss hier eine volle Palette bestellen, sondern wenn ihr sagt so, hey, ich will nur mal 2 coole Duochromtöne ausprobieren, dann seid ihr da vielleicht 15 Euro los. Ja, und jetzt nicht 60. Wobei ich jetzt die genauen Preise nicht im Kopf habe. Also je nach Finish der Töne kosten die unterschiedlich. Aber wenn ihr halt nur einzelne ausprobieren wollt, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Worüber ich mich ein bisschen ärgere, ist, dass ich die weiße Verpackung ausgesucht habe. Weil ihr könnt es vielleicht sehen, Make-up, Fingertaps, das sind schon wieder am Start. Tja, so,
letztes dekoratives Produkt für heute, und dann haben wir es auch dekorativ geschafft, ist von Charlotte Tilbury, der Eyes to Mesmerize, der Creme-Lidschatten in der Farbe Rose Gold. Ich habe den gekauft, Sarah Rose hat den, Kelly Gooch hat, glaube ich, den in Pillow Talk. Also da gibt es so ein paar Farben. Ja, okay, wie drücke ich das aus? Das ist ein gutes Produkt. Das ist wirklich ein gutes Produkt. Das ist auch solo auf dem Lid super, super schön. Aber es ist nicht so außergewöhnlich, dass ich sagen würde, die 27 Euro dafür haben sich jetzt voll gelohnt. Ja? Wenn ich bedenke, dass 27 Euro, dass ich sozusagen für dreimal den Preis die Palette kriegen kann, dann denke ich mir halt so, okay, die ist halt viel besonderer. Aber da müsst ihr, finde ich, so ein bisschen wissen, was ihr wollt. Wollt ihr jetzt so außergewöhnlich krasse, texturierte, super krasse Töne? Oder wollt ihr was Einfaches, was vielleicht auch auf nicht mehr 15-jährigen Augenlidern, die ein bisschen Fältchen haben, gut funktioniert und einen schönen Look hat? Weil dann kann ich sagen, finde ich die gut. Ich swatche euch den mal. Also ich habe dieses Rose Gold. Das ist nicht so richtig eine Creme, sondern das ist eher schon fast so Mousse, würde ich es nennen. Also man kann da so ganz leicht reingehen, und dann swatche ich euch das hier mal. Also das lässt sich auch sehr schön ausblenden und es trocknet auch fest. Ja, also das finde ich auch ganz gut. Hat so einen ganz leichten Schimmer, ganz leichte Farbe. Ja, das ist jetzt nicht das außergewöhnlichste Produkt, will ich damit sagen, aber es hat sicherlich seine Berechtigung. Es hat auch für mich seine Berechtigung, und ich glaube, die wenigsten von uns packen sich im Alltag ständig Duochrom aufs Lid. Ja, oder so. Kann man natürlich machen. Klar, ich will jetzt hier niemanden irgendwie, will nicht generalisieren. Aber wenn ihr so jemand seid für einen einfachen, schnellen Alltagslook, gutes Produkt. Dann machen wir jetzt weiter mit Pflege, und zwar mit der Marke Hopery. Hopery ist so eine kleinere deutsche Naturkosmetikmarke, die sich mit ihrer Firma so ein bisschen dem Schutz von Orang-Utans verschrieben hat. Sie setzen nämlich nicht nur auf palmölfreie Produkte. Palmöl, falls ihr es nicht wisst, ist, dafür werden halt für Palmölplantagen mit ganz viel Regenwald abgeholzt, und das ist der potenzielle Lebensraum von Orang-Utans. Ich habe da neulich mal nach dem Nachtdienst, wo ich immer so halb delirant bin irgendwie, habe ich so eine Doku dazu gesehen. Aber also das fand ich sehr interessant und hat mich auch echt ein bisschen schockiert, wie rücksichtslos da abgeholzt wird und einfach auch halt der Lebensraum letztlich von den Orang-Utans zerstört wird. Es gibt von denen sehr viele Produkte, und diese Produkte gibt es immer in drei Geruchsnuancen. Einmal Bamboo-Milk, einmal Lavender-Orange, also Lavendel-Orange, und dann noch Grapefruit und Limette oder sowas. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal, ich habe jetzt 5 Produkte von denen, und die ersten 2 habe ich jetzt getestet. Die sind beide aus der Bamboo-Milk-Serie. Erstmal diese Bamboo-Milk, dieser Duft, Leute, der ist krass. Der ist so cremig, aber ich habe noch nie so einen cremig, luxuriösen Duft gerochen. Also wirklich perfekt. Ich fange mal an mit der Handseife. Ich habe das so ein bisschen klein gemacht, weil ich das die Verpackung halt immer für Videos aufbewahr. Im Prinzip ist das eine ganz normale Handseife. Ja? Die riecht wunderbar, die schäumt gut, die trocknet gut. Kennt ihr das manchmal, wenn so Handseifen so matschig werden irgendwie? Das finde ich bei der gar nicht. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Handseife. Die kostet 6,90 Euro. Ja? Es gibt von denen nochmal ein eigenes Duschprodukt, aber im Prinzip kann man natürlich da auch duschen damit. Und ich muss sagen, gerade wie das so das Design ist und so, finde ich das persönlich ein sehr, sehr schönes Geschenk. Also kann ich mir gut vorstellen, da auch mal zu bestellen, um einfach ein paar Leuten sowas wie eine Seife zu schenken. Ist natürlich jetzt nicht das allerspannendste Produkt, das ist und bleibt eine Handseife. Ne? Bisschen spannender, deutlich spannender meiner Meinung nach, ist hier die Shampoo Bar, also das feste Shampoo. Das ist jetzt das für normale Haar. Ohne Palmöl und vegan, dein Kauf spendet, eben wie gesagt, an eben die redapes.org. 20 Cent davon gehen an die, also das ist eben die Organisation, die Orang-Utans schützt. Ich habe mal dieses feste Shampoo hier mitgebracht. Ich habe gestern meine Haare gewaschen und es ist immer noch so ein bisschen nass. Und wir fangen mit dem Guten an. Das ist ein sehr, sehr gutes Shampoo in dem Sinn, dass es toll einen ganz, ganz feinen Schaum macht. Der Duft, unbeschreiblich, Bamboo-Milk, habe ich euch ja schon erzählt. Ich habe ein Problem damit, das ist von der Konsistenz so ein bisschen weich und dadurch trocknet das so ganz, nicht so ganz durch. Ich habe, wir reisen den Monat mit dem Rucksack, also wenn ihr das seht, weiß jetzt gar nicht wann. Auf jeden Fall habe ich vor, dieses feste Shampoo mitzunehmen und habe jetzt schon so ein bisschen Stress, ob mir das gut trocknet, wenn wir jeden Abend woanders sind halt. Ne? Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ansonsten super Shampoo, toller Schaum. Ich finde es auch relativ ergiebig. Also wenn ich es jetzt einfach mal mit der Packungsgröße vergleiche, dann hat es noch nicht viel abgenommen. Dafür, dass ich es jetzt echt schon ein paar Wochen verwende,
vielleicht ist das auch mal ein Aufbewahrungsproblem, aber normal habe ich halt das Problem eigentlich mit festen Shampoos nicht. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen beobachten. Aber im Prinzip, also von der Anwendung so top, sehr, sehr gutes festes Shampoo, würde ich weiterempfehlen. Aber jetzt seht ihr jetzt vielleicht schon, dass sich da so ein bisschen Reste halt an meinen Fingern gebildet haben. Jetzt habe ich natürlich mal wieder kein Tuch. Super. Gott sei Dank habe ich nackte Beine und werde das nachher einfach von meinen Beinen waschen. Das ist so der einzige Nachteil, den ich an dem Produkt eruieren konnte. Ich habe von denen jetzt noch eine Handcreme, ich habe die Badeschokolade und ich habe eine feste Körperbutter. Und wenn ich dazu mehr weiß, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Wir machen weiter mit anderen Pflegeprodukten. Übrigens finde ich mit 10 Euro für ein festes Shampoo finde ich auch noch völlig bezahlbar, dafür, dass es so eine kleine Marke ist. Das muss man ja immer bedenken. Natürlich können die keine Alverde- oder Altera-Preise anbieten. Das geht einfach nicht, weil die nie die Stückzahl erreichen. Und durch Stückzahl werden Produkte billig. Ja, also ich habe jetzt nichts Marketingwissenschaftliches, Wirtschaftliches studiert, ja, aber das habe selbst ich noch so ein bisschen aus der Schule mitgenommen. Gut, wir kommen zu Altera, die natürlich günstige Produkte anbieten können, weil sie eine Drogerie-Eigenmarke sind. Einmal die Deo-Creme Bio Shea Butter. Leute, Lieblings-Deo-Creme aus der Drogerie, würde ich sagen. Erstmal Papierverpackung. Falls ihr genaueres zu Altera wissen wollt, dazu gibt es wie gesagt ja auch das Video. Hat einen sehr, sehr schönen, sehr leichten, leicht zitrischen Duft. Ihr seht, bei mir sind hier schon so deutliche Dents drin. Und ich muss sagen, das ist von der Konsistenz fast die schönste Deo-Creme, die ich je verwendet habe. Also die von Rosenrot fand ich jetzt wirklich auch sehr schön, weil die unter der Achsel so schön durchsichtig wird. Das ist zum Beispiel mit denen von I+M tatsächlich nicht so. Die hinterlassen so ein bisschen so einen weißen Schleier. Und die, die ich normal immer hatte von Horst Wolf, was auch so eine kleinere Naturkosmetikmarke ist, die machen das nicht so stark wie die von I+M, aber auch ein bisschen. Das wird durchsichtig sozusagen. Und ich sag's immer wieder, wenn ich über Deo rede, ich bin kein Vergleich, ich schwitze fast nicht, ja, und ich rieche fast nicht. Ich rieche nicht mal, wenn ich Sport gemacht habe, ja. Von daher bin ich ja immer eine schlechte Referenz, aber für mich als Schutz absolut ausreichend. Und wenn ihr mal mit einer günstigen Deo-Creme einsteigen wollt, könnt ihr mit der für 4 Euro auf keinen Fall was falsch machen. Also wirklich volle Empfehlung, 100% gutes Produkt. Ja, dann habt ihr noch die Körperbutter von Altera. Auch über die habe ich in den höchsten Tönen gesprochen. Ich finde die nämlich ein tatsächlich sehr, sehr gutes Produkt. Die hat eine Sache, was ich bei diesen Körperbuttern ganz oft im günstigeren Preissegment, irgendwie jetzt bei Eigenmarken oder so, vermisst habe. Und zwar zieht die sehr, sehr gut ein. Die hinterlässt keinen so einen ganz, was die halt manchmal haben, so einen weißen Film, sondern die hat sowas bisschen ich will es jetzt nicht mattierend nennen, weil es ist es nicht, aber es zieht so schnell weg und hinterlässt einfach einen schönen Film, ja. Die hat, also es soll nach Avocadoöl riechen, aber ich finde eher, dass das schon fast so was bisschen Kühlendes hat, so vom Effekt auch. Und also ich fühle mich damit wirklich wunderbar gepflegt danach, wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleiche mit der Körperbutter von Cosnature, die ich sehr gern verwende, mit Tonkabutter und Karité, dann lässt sich die halt viel besser einarbeiten. Also die ist, gewinnt bei mir vor allen Dingen für die Konsistenz. Der Duft könnte aufregender sein, der ist schön, aber ist jetzt nichts, was mich jetzt so hinterm Ofen vorholt. Ne? Aber auf jeden Fall ein gutes, solides Produkt, wo ihr für 2,99 meiner Meinung nach überhaupt nichts falsch macht, wenn ihr das kauft. Ja, und dann kommen wir zum Schluss noch zum fast teuersten Produkt in diesem Video. Und zwar zum Calming Face Serum von Micara. Wurde mir kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt. Ich muss in diesem Video hier nicht drüber reden. Das mache ich freiwillig auf freiwilliger Basis. Es gibt aus dieser Calming Serie von Micara noch eine Gesichtscreme, mit der ich sehr, sehr gut klarkam. Die sind mit Probiotika angereichert. Also Probiotika kennen viele ja eher so aus dem Darmbereich, wo sie halt für die, also wir haben ja ganz viele Bakterien in uns. Im Darm, auf der Haut, überall. Es gibt gute und schlechte Bakterien. Und solche Produkte, die mit Probiotika angereichert sind, sollen halt dafür sorgen, dass die guten Bakterien bleiben und die schlechten gehen. Ja? Das ist ein sehr, sehr schönes Serum mit Nachtkerzenöl. Und es gefällt mir gut. Ich trage das oft abends auf. Tagsüber trage ich momentan immer ein Vitamin C. Und ich habe richtig das Gefühl, mein Gesicht ist gut gepflegt. Ich muss jetzt aber sagen, es kostet 44 Euro, ja. Micara hat ganz oft Rabattaktionen. Für einen vollen Preis nachkaufen würde ich es mir nicht. Dazu finde ich es jetzt nicht außergewöhnlich genug. Ich finde halt so Serien, da finde ich schon auch viel anderes. Bei Gesichtscremes ist es natürlich, ist es nochmal was anderes, weil ich finde, es ist schwieriger, eine gute Creme zu machen, als ein gutes Serum, muss ich tatsächlich sagen. Weil die Creme haut halt zum Schluss nochmal, also an der hängt halt irgendwie alles. Von daher, für die Creme wäre ich eher bereit, mehr zu investieren. Natürlich hat auch der Preis letztlich einen Grund, ne? Darf man ja nicht vergessen. Und jeder darf ja entscheiden, ob er sich ein Serum für 2 Euro oder für 40 kauft. Ja, aber so all in all, ich finde es gut, es gefällt mir.
aber es ist jetzt nichts, wo ich so sagen müsste, extraordinär besonders, muss ich aus den und den Gründen unbedingt nachkaufen. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos. Kleine knackige Review zu 8 neuen Produkten. Ende Juli gibt es dann das gleiche mit anderen Produkten und ich hoffe, es war für euch was Interessantes dabei. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an den Lethal Cosmetics Lidschatten nochmal habt, dann schaut gern nochmal in meinem Video vorbei, dann swatche ich die da ausführlich, also in dem 10x10, verlinke ich euch oben. Genau, ich freue mich von euch zu lesen. Habt ihr vielleicht auch eins der Produkte schon mal getestet? An was habt ihr besonders Interesse? Was habt ihr in den letzten Wochen so neu ausprobiert? Könnt ihr empfehlen? Könnt ihr vielleicht auch nicht empfehlen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt dafür, dass ihr hier heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt eine ganz, ganz schöne Woche. Wir sehen uns dann am Freitag, das ist der 1. Juli, ne? Sehen wir uns wieder mit dem neuen Video. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Passt gut auf euch auf. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.